Heidi-Dei. Guido! Was machst du denn da drin, hä? Ich hab mich nur versteckt, weil es mir draußen zu stürmisch war. Hallo Guido, erinnerst du dich an mich und Ruby? Wir haben uns das letzte Mal gesehen, als du auf Baby Tricia aufgepasst hast. Chomper, der freundliche Schafzahn. Wie könnte ich dich vergessen? Du bist doch immer noch freundlich, oder? Ja. Hast du endlich fliegen gelernt? Ach, das, naja. Wenn man durch die Lüfte gleiten will, muss man erstmal vom Boden hochkommen. Das ist ganz schön schwer. Vielleicht die große Windblaserei dir helfen. Mir dir zeig, wie geht das? Das ist mir ein bisschen zu stürmisch. Ach, das ist halb so wild, Guido. Petri kann dir ja helfen. Ach ja? Oh, ja, mir kann. Na ja, ich würde wirklich liebend gerne fliegen. Ich hätte in meinem Baumstumpf bleiben sollen. Du kannst das, du guter Gleiter. Nett von dir, das zu sagen, aber... Flügel! Guido, Flügel! Was? Oh, richtig, für Flügel. Mit Wind, du fliegst sehr gut. Tatsächlich, sieht ganz so aus, was? Jetzt, du mir folgt. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt etwas zu stürmisch, wir Schluss machen. Gute Idee, obwohl ich noch... Hey, warte! Oh! Hast du gesehen, wie ich geflogen bin? Los, Petri, das machen wir gleich nochmal. Ich will noch einmal durch die Lüfte segeln. Oh, komm schon, Petri. Bitte, 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 bitte. Nein, jetzt viel zu stürmisch. Wir fliegen morgen. Erst morgen? Aber meine Flügel sind gerade erst warm geworden. Nö, nö, nicht sicher. Ich dachte, der Wind wäre gut. Hast du gesehen? Alles ist bestens. Das macht ja solchen Spaß. Oh nein. Oh, Junge, Junge. Was macht er denn da? Warum fliegt Guido so hoch? Hey, Wind, hör auf. Hilfe! Oh, mir muss ihm helfen. Hinke! Geheimnisvolle Jenseits? Oh, nein, nein, nein! Wir müssen den Erwachsenen Bescheid sagen. Ah, mir fix und fertig. Ah. Petri, der Wind hat aufgehört. Nicht mehr. Petri! Oh nein, noch auch da.